So, da bin ich wieder. Diese Stelle kennt ihr bereits, denn hier waren wir schon mal ein paar Mal. Aber wir werden jetzt etwas anders machen. Ich muss nochmal zurück, ich muss mich besser darauf vorbereiten, glaube ich, denn das wird vorne und hinten nicht reichen. So viel steht schon mal fest. So, mittlere Geschwindigkeit werden wir nehmen. Und dann werden wir schauen, dass wir drehen. Denn ich habe gemerkt, dass das möglicherweise... Ich war ja jetzt schon am Ziel. Ich weiß jetzt zumindest, wo es ist. Lava Castle ist auf der linken Seite. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erst einmal wieder zurück. Denn ich brauche dringend medizinische Versorgung. Das habe ich vergessen mitzunehmen. Und ich werde noch die ein oder andere Energiezelle mitnehmen müssen. Aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Würde ich vermuten. Welches Spiel ist das düster? Wir müssen nur geradeaus fahren. Da haben wir die beiden Sachen. Das ist nicht allzu weit weg, das ist das Gute. Da werde ich mich direkt dann auch dementsprechend auch schon hindrehen. Aber ja, ich denke, ich werde sogar noch ein bisschen Wasser mitnehmen und produzieren. Denn ich denke auch, dass das nicht vorne und hinten reichen wird. Und dann lassen wir die Zyklop hier. Wir werden noch ein paar Energiezellen mitnehmen für unseren Anzug. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir das irgendwie gebacken bekommen. Denn da unten ist das wichtige Kyanit. Und denn da unten gibt es auch... noch eine wichtige Sache, die wir brauchen, nämlich das kristalline Schwefel. Aber ich habe das da unten tatsächlich noch nicht gefunden. Aber die beiden Bereiche, die letzten beiden Forschungseinrichtungen, um uns hier vom Acker zu machen, sind tatsächlich da unten. Es geht nämlich dieses große Loch, was ich gezeigt habe, da geht es nämlich zur letzten Forschungsbasis, das weiß ich schon. Und die hat es richtig in sich. So viel weiß ich auch schon. Denn bei beiden sind, soweit ich mich erinnere, die Sea Dragons. Also diese großen Viecher. Die finde ich tatsächlich nicht so... so schrecklich wie die meisten anderen bisher. Und die anderen Viecher bisher, die waren schon sehr, sehr nervtötend. Also, was haben wir vor? Energiezellen brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, obwohl die Hin- und Rückfahrt könnte uns wahrscheinlich einiges gekostet haben. Wir gucken mal. So. Wir werden die Kiste mal drehen. Düster und blutig, das ist unser... Engine powering down. So, die, wenn die Lichter ausmachen. Wir sind startklar. Und zu unserer Basis zurückgehen und dann... Müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie gebacken bekommen. So, hier können wir auch mal die Lampe ausmachen. Das ist ja geil. So. Ab zur Basis und Medizin mitnehmen. Das ist mal das Erste. Ich glaube, Essen haben wir genug, aber beim Trinken wird es schwierig. Können wir uns hier nochmal ganz schnell... Okay, der nicht. Der hier. Guck mal, wir haben eigentlich genug Essen. Trinken müssten wir tatsächlich noch machen. Dann müssen wir gucken, wie ich das angehe. Was wollte ich jetzt? Ich wollte... Ach ja, Medizin. Das ist unten. Wir kriegen das alles noch hin. Wir kriegen das alles noch gebacken. So, und da werden wir definitiv mal 3 Stück oder 4 Stück sogar mitnehmen. So, dann brauchen wir... Müssen wir nochmal nach oben gucken, was ich für Wasser brauche.
Grundmaterialien. Wir brauchen für Chlorbleiche brauchen wir Salz und Röhrenkoralle. Also ich müsste eigentlich nochmal los und Salz holen. Das ist natürlich ein bisschen ätzend. Aber vielleicht haben wir Glück. Und bei der Wasserversorgung ist schon wieder was passiert, während wir weg waren. Ich glaube nicht, weil so allzu lange ist das ja nicht her. Doch! Sehr gut. Wir haben Salz und Wasser trinken. Das ist gut. Das heißt, wir können das Salz, das wir jetzt schon mal bekommen haben, schon mal benutzen, um noch ein bisschen Chlorbleiche zu machen und damit dann halt was zu saufen, was zusätzliches zu saufen. Ich glaube, bin ziemlich sicher, dass wir mit dem ganzen Scheiß hier überhaupt nicht hinkommen werden. So, Chlorbleiche. So, und Korallen müssen wir dafür sorgen. Besorgen, wie viel Salz haben wir denn jetzt? Wir haben zweimal Salz, das heißt, wir können definitiv nochmal jede Menge zu saufen machen. So. Röhrenkoralle ist ja nicht so schwer. Die sind ja hier überall. Da vorne zum Beispiel ist einer. Jetzt keine Zeit mehr. Ich bin so gespannt, was in diesen letzten Forschungsdingern drin ist. Extra aufgepasst, dass ich mich allzu sehr spoilern lasse. Ich hab mich nur ein bisschen informiert, wie ich da hinkomme, denn so langsam möchte ich dann auch mal das Spiel beenden. Ich habe zwar noch einen großen Plan, dass ich hier die Basis noch ausbaue, das werden wir aber zuletzt machen. So, jetzt haben wir die gute alte Chlorbleiche. So, mit der sollten wir jetzt nochmal zusätzlich Wasser machen können. Genau, zweimal 0,4. Und dann müssen wir mal gucken, das ganze Zeug, was wir nicht mehr brauchen, müssen wir weghauen. Notgedrungen machen wir das mal eben kurz hier rein. So, den ganzen Scheiß brauchen wir. Den Quark können wir auch mal kurz wegmachen. So, dann sind wir fertig. Dann sind wir, glaube ich, gerüstet. Ich schau mal eben, was die schlaue Uhr sagt. Glaube aber, dass wir noch jede Menge Zeit haben. Genau, dann können wir nochmal den Start... können wir uns nochmal ganz schön dahin bewegen. Und dann fahren wir da nochmal in diese Richtung. Werden die anderen Energiezellen noch holen. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ja, die haben wir gar nicht rausgeholt, ja schon. Wir nehmen mal 4 Stück mit. So. Okay, dann mal wieder Licht anmachen. Engine powering up. So, und dann geht's wieder zurück. Zu düster und blutig. Wir werden uns einen guten Platz suchen, damit wir da mit dem Krebsanzug rauskommen und wieder reinkommen. Also, dass wir nicht sofort in die Tiefe hinabstürzen. Und dann müssen wir so viel Kyanid wie möglich mitnehmen. Das steht schon mal fest. Da kristallisen Schwefel auszuhalten. Aber erst einmal vorrangig ist es für mich wichtig, überleben und in die Basis reinkommen. Das ist erst einmal das vorrangigste Ziel.
Das Wrack, da waren wir eigentlich dran vorbei. Und hier drüben möchte ich gerne mein U-Boot platzieren. Motor aus. Engine powering down. Bei 70%. Wir machen wieder die Lämpchen aus. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns ins Abenteuer rein. Ich werde nochmal ganz schnell speichern. Ah, wir waren sogar schon richtig. Da ist dabei, wir haben Energiezellen dabei, ja. Und dann wieder hinab. Das kennen wir ja inzwischen schon alles. Oh, bin ich da mitten auf den Fisch drauf gesprungen? So, vorrangig wollen wir erstmal ganz schnell dahin. Wir wollen jetzt nicht großartig mit Kyanid aufhalten, das können wir danach immer noch machen. Jetzt haben wir zumindest mal gesehen, wie scheiße die Vaper sind. Nehme ich so ein bisschen an die Szene in Mass Effect 3, die Leviathan DLC. Das würde ja auch so ein bisschen thematisch passen. Damit muss man auf jeden Fall noch mal ein Stückchen schneller. Wenn man dann was trifft. Ja, das geht gerne relativ schnell. Schon ganz schön praktisch. Schwung holen und dann mit dem Antrieb ein bisschen Gas zu geben. Oh ja, da ist man wirklich deutlich schneller. Ah! Okay, das war nicht gut.
verkeilt. Ah! Ich hänge irgendwie blöd fest. Komm da nicht hoch. Jetzt. Oh, jetzt müssen wir hier sein. Wir haben sogar Energie gespart. Schau einer an. Ich vorhin tatsächlich weniger Energie hierher gekommen. 3% oder so. Methode, um sich schnell fortzubewegen. So, auf der linken Seite wissen wir jetzt inzwischen schon, dass da das Lava Castle ist. Ich muss nur ein bisschen mehr aufpassen auf die ganzen Vapor, die hier überall rumschwören. Dass hier keiner auftaucht. Die Arschkarte. Ich glaube, dass hier ein Vapor ist, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also hier in dieser Engstelle, da müsste einer sein. Ja. Gut, den müssen wir mal eben passieren irgendwie. Die Viecher sind sehr, sehr ätzend, das haben wir vorhin gesehen. Okay, er ist weg. Dann mal schnell. Da ist auch einer, okay. Mal warten, bis der weg ist. Shit, da kommen die scheiß Schleimdinger. Das ist Magnetit. Hat sich gerade wegteleportiert? Ich hoffe. Oh shit. Nix hier weg hier. Puh, Glück gehabt. Echt aufpassen, dass wir wo kommt das auf einmal her? Okay.
Rapa. Ist ja blöd, dass man hier mal so festhängt. Oh, der war das. Hm? Shit, nix im Weg. Schon hören, aber noch nicht sehen. Shit. Da ist er. Wir können ja mal hier ein bisschen Kyanid abbauen. Au! Weg! Verpiss dich mal lieber. Ich wollte mal ganz schön was trinken. Au! Piss dich, Mann! Na gut, machen wir weiter. Da ist es. Da müssen wir hin. Direkt voraus, man kann es gut erkennen. Mal nur schauen. Da ist ein Vapa, da ist auch ein Vapa. Ja.
Oh Mann, das ist schon... Das ist manchmal echt ein bisschen komisch, weil ich da immer an dieser blöden Kante hängen bleibe. Warten, bis der Dingsbums wieder aufgeladen ist. Ist der Eingang. Genau da müssen wir rein. Instinktiv, richtig. Gut, dann wollen wir mal gucken, was da drin sich verbirgt. Ich bin gespannt. Ah, ich häng fest. Oh shit, es geht ja noch tiefer. Da ist die Basis. Direkt voraus, aber da ist kein Durchgang, oder? Das ist eine Lava. 1200 Meter, das heißt, wir müssen hier irgendwie runter. Es sollten, glaube ich, aber keine 1200 Meter sein. Ja, da müssen wir jetzt nur noch den Eingang finden. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Welcome aboard, Captain. Passing 200 meters. Oxygen. Oh, hier gibt's ja ganz viel von dem Zeug. The volcanic rock, which has formed in this area, can be carbon dated to between 800 and 3000 Earth years ago. Okay, ganz schön alt. Okay, auf jeden Fall sind da Vapor. Thermische Aktivität haben wir gerade erhalten. Da ist der Eingang oben. So, ich würde aber mal sagen, dass wir diese Folge hier beenden. Haben schon sehr, sehr lange gemacht und in der nächsten Folge geht's weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.